Ich glaube nicht, dass eine egalitäre Politik das Richtige wäre. Aber ich glaube, dass es einen Wettbewerb der Politiken untereinander. Wer kann es am besten? Wer macht es am besten? Und da muss man auch lernen von dem anderen. Dass das in der Tat uns alle voranführen würde, das ist ein sehr wichtiger Prozess. Europa steht insofern in einer kritischen Übergangsphase. Falsche Weichenstellungen jetzt könnten uns sehr gefährlich werden auf die Dauer. Sowohl im internationalen Wettbewerb als auch im inneren Zusammenhang. Aber auf der anderen Seite, ohne weitere Bemühungen, den Prozess der Konvergenz in der Substanz voranzutreiben, das ist, würde auch sehr gefährlich sein. Deswegen glaube ich in der Tat, wir stehen in einer kritischen Phase, in der es darauf ankommt, wie die Antworten sein werden. Und zwar die Antworten auf der einen Seite der Europäischen Zentralbank und auf der anderen Seite aber vor allen Dingen der nationalen Regierungen und nationalen Parlamente. Die müssen ihre Wirtschaften wettbewerbsfähiger machen. Das ist unausweichlich.